Hallo, hier ist Markus Kreetz. Kommunikation, mein Podcast, wird sogar gesponsert von meinem Lieblingsbier, dem besten Bier der Welt, König Pilsener. Prost. Läuft das Band? Yo, Kommunikation, mein kleiner Podcast. Heute mit, da ist er nämlich, der Cedric Pick. Hi. Servus. Cedric. Für die Leute, die jetzt sagen, hä? Muss ich ja, ne? Von Magenta TV. Maske ist im Moment Maskenpflicht, so erkennt man keinen. Ja, schon seit einem Jahr, Wahnsinn. Ja, ja. Also ich könnte, wenn der Straßburger zum Beispiel, wenn der nicht eingeblendet, wüsste ich gar nicht. Wer spricht denn da? Wer spricht denn da? Ne? Ja. Ja. Seit wann bist du bei Magenta insgesamt? Mann der ersten Stunde tatsächlich, seitdem die Fußball übertragen, seit der Saison 2017/18, seitdem bin ich dabei. Ist das immer dritte Liga gewesen? Immer dritte Liga gewesen, Wir sind zwar auch jetzt, ich glaube, im zweiten Jahr wieder dritte Liga, aber man konnte als Sky-Besitzer konnte man das da noch nutzen. Jetzt muss jeder MSV-Fan natürlich Magenta gucken. Ja. Ja, aber da wart ihr noch nicht dabei, das stimmt, genau. Mein erstes Spiel Fortuna Köln gegen VfR Aalen, die sind jetzt auch beide Klassiker. Nicht mehr in der dritten Liga. Genau, richtig, der Klassiker. Da haben sie alle eingeschaltet am Samstagnachmittag. Genau, da ging das los. Ich bin mal in Aalen aufgetreten, da haben die am selben Tag irgendwie 3-0 gegen MSV gewonnen. Aalen mit 2A oder AH in Westfalen? Nee, Saarland ist das? Nee, Stuttgart da. Stuttgarter Raum. Baden-Württemberg. Genau. Ja. Und da haben die sich tatsächlich bei mir entschuldigt, die Veranstalter und so. Fand ich voll gut, weil wir 3-0 verloren haben. Sag, was ist denn mit euch? Ich mache Comedy und da ist Fußball. Gastfreundlich. Ja, aber das ist nicht gut. Sie kommen hier hin und hier treten wir auf. Und wir schlagen ihren Verein 3-0. Ich, sag, war ich so hoffe, dass die mal in München dazu mir sagen. Vorhergesehen, ja. Kommt vielleicht nochmal wieder. Ja. Aber jetzt erst du bist mal aber jede Woche im Einsatz. Ja, jede Woche, 38 Spieltage. Und eine Frage habe ich direkt zum Anfang. Du moderierst ja vom Platz aus, aber kommentierst du auch? Weil ich letztes Mal Gefühl hätte, du säßt da beim MSV-Spiel, dass das deine Stimme wäre. Nee, das war nicht meine Stimme. Dann oder kann ich einer gut nachmachen. Jemand geliehen, genau. Nee, ich kommentiere relativ wenig, ich moderiere meistens. Ja. Ja, warum das so ist, man denkt, man lernt viele Leute kennen. Und dann hat man mich dahingestellt. Ja, man lernt viele Leute kennen und es gibt eben auch diese Kultstätten, wo du immer gerne hinfährst, zum Beispiel eben auch zum MSV Duisburg, wobei, müssen wir ja nicht drum herum reden, mit Fans macht das dann deutlich mehr Spaß. Aber man lernt auch viel. Ich habe ja zum Beispiel gelernt, da warst du ja Gast tatsächlich, bei dem Spiel gegen Mannheim, noch vor Zuschauern, dass das Duisburger Stadion nicht im Stadtteil Wedau ist, sondern in Neudorf. Richtig. So, wussten bis dato auch viele MSV-Fans nicht. Und ich habe in der Halbzeit gesagt, ich kenne meine MSV. Ja. Wir haben 2-0 geführt und das heißt noch lange nicht, dass wir das Spiel gewinnen und wir verlieren 3-2. Ja, genauso habe ich gesagt, passt auf Würzburg auf, die damals noch Achter waren, die sind aufgestiegen. Ganz genau. Ja, also wenn ihr irgendwie mal was tippen wollt, ruft mich an, ich verzocke mein Geld auch. Wettschein Markus Krebs. Großartig. Wir teilen dann auch. Prost. Also übrigens, König Pilsner natürlich hier unser Sponsor dieses schönen Podcasts. Ja. Man trinkt mal in Remscheid. Remscheider Bräu. Wir haben tatsächlich wir haben tatsächlich unsere eigene Brauerei auch. Ich habe richtig ausgesprochen, Remscheid. Ja, richtig. Nicht Remscheid, genau. Ja, genau. Remscheider Bräu und wir haben da unsere eigene Brauerei. Da kann man hinfahren, da kann man gut essen. Da wird das Bier gebraut und da gibt es, glaube ich, 4-5 Sorten von hell bis dunkel. Sehr lecker, kann ich nur empfehlen, wenn du mal in Remscheid bist, direkt am Hauptbahnhof. In Remscheid, ich bin da in einer Kirche aufgetreten. Ach, Remscheid. In Remscheid-Lennep, glaube ich. Ja, Lennep. Und wenn du da vorwärts dich verfährst, kommst du vorwärts nicht raus. Mhm. Du musst diese Strecke auch wieder rückwärts raus, weil die Straßen so dermaßen geil sind. Lennep ist wie ein ganz kleines Dorf, wirklich. Ne? Und da ist eine sehr gute Kneipe, die wir vorher immer besucht haben. Und dann bin ich in einer Kirche aufgetreten, die aber wirklich nur noch für kulturelle Zwecke benutzt wird. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich sofort wissen, welche das ist. Fällt mir jetzt aber gerade nicht ein. Die ist die Kirche in Lennep. Das ist die mit der Einbahnstraße. Ja. Es sind zwei Etagen. Oben ist der Backstage-Bereich. Und dann musst du so eine Treppe an der Seite runtergehen. Da finden auch Mixshows zum Beispiel statt. Sehr gute sogar. Und ich bin damals mit Luke Mockridge da aufgetreten. Ja, das du weißt ja schon, was da für Knaller waren. Also ich. Ja. Nein, so. Großer Luke. Ja. Aber als Remscheider ist man natürlich Leverkusen-Fan. Na,
Also da sind vor allem auch viele Dortmunder und Schalker und Kölner, aber eben, es ist ja so, dass Leverkusen von Remscheid aus der nächste Bundesliga-Standort ist. Ja. Je nachdem, wie schnell du fährst, 10 Minuten die 1 runter. Ja, genau, das waren noch die großen Zeiten. Ja. Früher bin ich ja zum FC Remscheid noch gegangen, der zweiten Bundesliga. Ja, da habe ich mal mittrainiert. Ja? Ja, tatsächlich. Didi Schacht war mal zwischendurch Trainer. Da habe ich richtig bei Tura gespielt. Der Lutz Jekstis ist da mit hingegangen, ein Spieler. Und ich habe dann mal da auch, und dann haben die zwei Trainingseinheiten ohne Ball. Und dann bin ich zurück. Und habe gefragt, ob sie alle auf dem Zaun haben. Ja, gut. Nee, aber Didi Schach war zu dem Zeitpunkt alte MSV-Legende, FC Schalke, hat jetzt auch ein Buch rausgebracht. Und der war da der Trainer von Thura und ist dann nach Remscheid gegangen. Ja, und ist aber mit Remscheid leider dann doch abgestiegen. Es war keine gute Zeit, aber Detlef Pirsig, eine richtige MSV-Ikone, hat tatsächlich mal auch dafür gesorgt, dass wir ein Jahr länger in der dritten Liga blieben, weil Remscheid dann um die Aufstiegsplätze. Ganz genau. Der ist ja mit Remscheid aufgestiegen und hat die letzte Remscheider Zweitliga-Ära geprägt. Ja. Bis 93 waren wir in der zweiten Liga. Der beste Trainer eigentlich der letzten Jahrzehnte. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Der hat sich verewigt in Remscheid. Es ist natürlich als MSV, alter MSV-Spieler und dann ist es dein alter Verein. Er geht immer noch. Für mich war es natürlich dann, nochmal wirklich. Damals war dann die dritte Liga, die Oberliga, war dann Wuppertal, okay, aber der Rest war sehr, da bist du nach nach Reit. Hör mal, die haben, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, nach da Jülich. Haben die einen Käfig gebaut für die Fans auf einer Bezirkssportanlage. Mhm. Ja, die spielen da gegen Wermelskirchen. Ja. Haben die einen Käfig gebaut und da bist du da hinge und da standst du in dem Käfig drin. Oder Süchtel. ASV Süchtel. Bei Viersen, die hatten die Ausgang und dann durften die, da waren die Betreuer bei und dann standen die da. Risikofans des MSV. Das haben wir mit Remscheid aber auch das Problem. Wir sind ja in der Landesliga unterwegs aktuell und immer wenn die Remscheider kommen, dann werden die Rollläden zugemacht. Also das ist immer so ein bisschen das schwierige Pflaster. Du musst aber auch sehen, natürlich, wir hatten eine Aufstiegsrunde, wo wir dann, einmal haben wir nicht in die Aufstiegsrunde geschafft, dann in die Aufstiegsrunde, haben wir aber nicht geschafft, aufzusteigen mit Hertha BSC, VfL Wolfsburg, Preußen Münster und Eintracht Braunschweig. Mhm. Da war mal eine Aufstiegsrunde aus der Oberliga raus, wa? Das auf jeden Fall. Und Wolfsburg, gegen die hat Remscheid ja auch die Relegation zur zweiten Bundesliga gewonnen. Ja. Jetzt spielt Remscheid Landesliga und der VfL Wolfsburg um die Champions League. Ja, du kannst ist gehen, bei den Damen jetzt genauso geworden. Plus, minus. Ja. War eine knappe Sache. Und wir haben uns durchgesetzt. Das war Wahnsinn. Mit Carsten Pröpper, dem Sohn von? Meister Pröpper. Richtig, ja. Ohne Spaß, so wurde er genannt. Echt? Günther Pröpper, dem Topscorer der 70er beim Wuppertaler SV. Und der war damals besser als Gerd Müller, was die Tore angeht. In dieser einen Saison, in der Wuppertal in der ersten Fußball-Bundesliga glänzte. Und dem sein Sohn, der Carsten Pröpper, der hat für Remscheid gescored. Und hinterher für St. Pauli, daher kann man ihn auch noch. Ja, da kenne ich ihn auch noch. Ein Blonder, ne? So, ja, genau. Ja. Sehr, sehr geile Mannschaft gewesen damals. St. Pauli ist ja eh ein geiler Verein, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also ich bin kultig. Wenn du jetzt, du wärst Hamburger, wärst du eher HSV oder St. Pauli? Ach, schwierig. Was soll ich jetzt als Leverkusener sagen? St. Pauli, klar. Natürlich, aber wo ist der Puff? Nein, aber. Rot-Weiß Essen ist Hamburg. Hamburger. Es macht Spaß und man kennt eben sehr, sehr viele, die auch dort spielen. Mhm. Ich habe Sören Gonter, der jetzt in Aue zum Beispiel spielt, dort kennengelernt und wurde auch eingeladen. Rashid Azouzi war damals der Manager, hat mich dann eingeladen. Ich habe die dann abends alle zum Auftritt eingeladen. Man hat immer so seine Kontakte gehabt. Naja, aber ich tippe mal, das HSV jetzt durch die Niederlage von Holstein Kiel wohl das schaffen wird, wieder aufzusteigen. Ja, aber sollte man meinen, aber das war wieder so ein Wahnsinn, ne? Gegen Hannover 3-0 geführt und dann 3-3. Und, wie bist du an so einen Job gekommen? Da ist noch nichts durch. Es ist ja so, dass man kann labern, aber dann wird man nicht gleichzeitig Moderator einer Fußballsendung. Nee, ist richtig. Du das bist zwar Fußball interessiert, was natürlich von Haus aus erst, aber wie kommst du da hin? Ja, Bewerbung? Genau. Ich habe vorher beim Radio viel gearbeitet, auch als Praktika gemacht, unbezahlte, dann als Reporter und dann habe ich irgendwie mal die Möglichkeit bekommen, da mal mitzulaufen, auch für Radio Leverkusen gegen was weiß ich wen und habe da so ein bisschen meine Radioerfahrung auch sammeln dürfen und ein paar Berichterstattungen dann machen dürfen. Dann war ich in Niedersachsen bei so einem Privatradio, habe viele
Spiele fürs Radio für Wolfsburg und Braunschweig übertragen in der Region und konnte da so ein bisschen mal zeigen, über Fußball reden funktioniert. Jetzt war das natürlich aber Fernsehen. Jetzt hatte ich da nichts. Jetzt habe ich gedacht, okay, wie bewirbst du dich mit Radiomaterial beim Fernsehen? Das ist ein bisschen schwierig, die Stimme okay, aber Jauch, Gottschalk, die ist so schön nicht. Wo willst du die Grenze ziehen? Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich mir mal einen Kollegen schnappen, der so ein bisschen die Kamera bedienen kann und jemand, der das ganze Material hinterher schneiden kann, und habe mir die Jungs geschnappt und bin dann einfach mal über die Dörfer getingelt, sprich Leverkusen und Köln, und habe da so ein bisschen Demo-Material aufgenommen. Ja. Zum Beispiel habe ich damals, das war 2016, Uwe Koschin hat nach dem Training mal abgefangen und habe gesagt, wir müssen jetzt einfach mal sprechen. Worüber weiß ich nicht, aber ich brauche ein bisschen Material. Ja. Und habe dann, das war ganz interessant, ich habe bei Bayer Leverkusen angerufen und habe gesagt, ich brauche für mein Demo-Material mal so ein Interview mit dem Spieler. Hat er gesagt, so sinngemäß, ob bei mir noch alles klar wäre. Ja. Herr Gerd, ja, nee, schönen Tag noch, habe aufgelegt. Bin dann zum Trainingsplatz, habe mich dann mit reingemogelt und habe dann... Trikot an und kurze Hose. Kevin Volland, ja genau, Kevin Volland und ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, boah, wer war da noch? Egal. Habe ich auf jeden Fall interviewt. 5 Minuten, zack, war ich wieder weg. Die wussten gar nicht, wer da war. Hab das dann schön zusammengepuzzelt und dann nach München geschickt. Und die haben gesagt, ach, das ist ja gar nicht so verkehrt. Den rufen wir mal an. Und 2 Monate später habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mich mal da auszuprobieren. Und die haben mich bis heute nicht wegbekommen. Das wäre eine geile Sendung. Wenn du irgendwo hingehst, einfach nur und so. Und du musst jemanden interviewen. Ja. Wer immer wichtig ist, du kannst dir aber auch die Zeitung oder den Sender aussuchen, den es vielleicht auch gar nicht gibt. Und dann musst du da rein, hier, ich bin von TM3. Und ich möchte gerne ein Interview mit dem Rudi Völler machen und so. Ne? Wie angekündigt, irgendwie einen reinlabern. Hör mal, das wird eine RTL 2-Sendung. Da ist die Kamera. Da. Also, ja. Genau. Weltklasse. Ja. Also so könnte ich ja Pink kennenlernen. Einfach so ich aufgedrängt. Ich habe dieses, ich kann das ruhig hier mal sagen. Ja, ich habe mal ein Konzept, dass ich spreche Englisch, aber ich kann auch sehr gut schlecht Englisch sprechen und möchte aber Hollywood-Stars, wenn die in Deutschland sind, halt interviewen oder Musiker oder was. Und dann aber wirklich in einem Englisch, was nicht brauchbar ist. Ja, und dann versuchen, das so ernst wie möglich rüber. Ne? So, how are you? You are really good. Ne, weißt du, weißt du, da sitzt da George Clooney und denkt sich, was ist mit ihm? So wie die meisten Deutschen in Spanien, genau. Aber hat sich bei den Sendern, die ich angefragt habe, also dem Sender, nicht durchgesetzt. Nee. Aber ich fand die Idee klasse. Ja, super. Ja, ich werde dann auch vielleicht privat mal machen. Das unterhält. Es gibt ja auch diese ganzen Sprichwörter, die man dann ins Englische übersetzt. Ich liebe das. Ich liebe das. Let's a church in the village. Genau. Ja, so, ne, das ist. Sowas. So, und gerade wenn einer, oder. Ich hab so gelacht. Gestern habe ich Käse gegessen, dafür regnet es heute. Ain't no sunshine when she's gone. Der Song, ja, yeah, jetzt klingelt's. Ja, genau. Weltklasse, ja? Weltklasse. Ja. Kann ich einnässen oder sowas. Ja. Und dann ist das eben so, dass du mit denen so sprichst. Aber ich sage immer Ruhrgebiets Englisch. Weißt du so, ne? Ja. Mit dat und wat mit scharfen TH. Ja, Weltklasse. Ja, aber vielleicht. Ich werde es gucken. Vielleicht wird der Sender darauf kommen und dann ist doch was für Arte. Ne? In Schwarz-Weiß sehe ich auch super aus. So, jetzt bist du Moderator bei Magenta TV. Für viele, die das nicht wissen, ist das ein Tochterunternehmen von T-Online? Nee, Magenta TV ist praktisch die Plattform und Magenta Sport ist der Sportkanal von Magenta TV. Genau, aber die Telekom steckt natürlich dahinter. Ich habe natürlich diesen Decoder, ich habe aber bisher tatsächlich nur Sport geguckt. Ja, reicht ja auch. Ich weiß gar nicht, bieten die noch was anderes an? Was? Ja, die haben, also Magenta TV hat ja eine ganze Entertainment-Plattform und dann hast du auch Zugang zu diversen Kanälen und sonstiges. Aber ich schaue tatsächlich auch viel Sport nur darüber. Ich habe meine Sender, die ich so gucke, aber das ist meistens Sport. Bin ich übrigens nächste Woche auch mit dem Fan-Talk. Gestern war Kristall im Fan-Talk mit. Mario Basler war gestern in Topform. Okay. Hat sich ein bisschen echauffiert über Marco Reus und dann schießt er da Tor. Fan-Talk hier Rüttenscheider? Oder? Das wird im Moment nicht mehr in der Elf-Freunde-Bar gemacht, sondern im Museum in Dortmund. Im Fußballmuseum, okay. Mhm. Ja, und Helmer hat moderiert und ich habe ein bisschen mit Peter Neuro auch immer zu tun und habe mir das dann gestern mal angeguckt, weil ich auch nächste Woche eben halt dann dabei bin und war sehr, sehr witzig, Leuten dabei zuzugucken, wie sie ein Fußballspiel gucken.
Ja, das ist auch so eine Faszination, dass tatsächlich Leute, genau wie du gerade sagtest, den Fernseher einschalten, um Leuten dabei zuzugucken, wie sie Fußball schauen. Ich habe die unendliche, funktioniert's. Also unendliche ich Geschichte habe ich gelesen und habe ich gelesen, dass ich gerade ein Buch lese. Ja, so, genau. Ja. Also, geht auch. Ja. Was so alles funktioniert im Fernsehen. Außer Moderator, möchtest du denn auch mal der Kommentator eines Spiels sein? Hast du da Bock drauf oder bist du mit der jetzigen Situation ausgefüllt und zufrieden? Ja. So, das war's. Nein, also ich kommentiere ja auch tatsächlich Bundesligaspiele, Champions League, DFB-Pokal für das Vereinsradio von Bayer Leverkusen. Ja. Das ist praktisch so ein privater Spleen noch, dass ich damals gesagt habe, so der Verein, dem meine Sympathie gehört, der braucht doch ein Vereinsradio, der braucht doch einen Vereinspodcast. Ja. Und Leverkusen hatte das noch nicht. Deswegen habe ich dann mal einen Vorschlag unterbreitet, wie sowas funktionieren könnte. Ja. Dann hat Leverkusen gesagt, mach doch mal. Und seitdem mache ich das. Und deswegen kommentiere ich auch jedes Bundesligaspiel zum Beispiel zusammen was gemacht. Podcast von Bayern für Leverkusen. Ich habe damals den Job des Pressesprechers und Stadionsprechers vor allem inne gehabt beim FC Remscheid, als Legat dort Trainer war. Ja. Seitdem kennen wir uns. Und jetzt, richtig, kommt's. Dann haben wir uns überlegt, lass uns mal was mit Fußball machen und haben dann einen Podcast ins Leben gerufen, der heißt Legat und Pick, die Spieltagsstammtischer. Ja. Der ruht momentan, aber der kommt wieder. Ja. Und es kommt auch 2022 eine Live-Tournee, eine deutschlandweite Live-Tournee, Legat und Pick, wo es dann natürlich um Legats Anekdoten geht, die er immer wieder gerne erzählt und die auch sehr unterhaltsam sind. Glaub mir, er ist Weltklasse. Ich habe ihn ja auch im Podcast schon gehabt. Wir kennen uns auch von der Markus Krebs Show, die damals auch genommen worden ist. Ich habe selten so viel gelacht mit jemandem. Und kennst du zum Beispiel die Anekdote, wo der sympathischer, dieses Schalke-Ding? Du musst dir vorstellen, ich bin als MSV-Fan jetzt nicht direkt Schalke-Sympathisant. Ja. Das war mein Profilbild über ein halben Jahr, wo der sich da bis unter der Achseln. Ja. So, und mit der Bettina, die Tochter vom Rudi Assauer, haben wir immer noch sehr, sehr viel zu tun. Meine Schwiegermutter, sag ich mal, war noch zwei Tage vor seinem Tod tatsächlich bei ihm mit im Haus. Und wir haben immer mit der Bettina noch zu tun. Und dadurch weiß ich, dass er zwar die Wette gewonnen hat gegen Olaf Thon und Andi Möller für 1.000 Mark oder Euro, musste aber 10.000 Strafe bezahlen, weil der Rudi ihn dann aufgemuntert hat. So ernst, er guckt ganz ernst so in die Kamera und hat da die Hose bis hier hängen und guckt beim offiziellen Mannschaftsbild. Ja. Sensationell. Anfang der 2000er war das. Ja. Genau, und genauso war es. Einen Tag später hat Rudi Assauer gesagt, komm mal bitte zu mir ins Büro, mal, hast du einen Pfeil im Kopf, was ist los bei dir? Ja. Und dann eben diese horrende Strafe, aber er hat es ja nicht sein lassen. Er hat ja immer wieder, zum Beispiel hat der Willi Lemke damals zu seiner Zeit in Bremen, hat er, weil Willi Lemke war der Manager von Werder Bremen. Ja. Und der hat immer parallel zum Mannschaftstraining sein eigenes Training gemacht, auf dem Laufband oder wie auch immer, weil der war begeisterter Marathonläufer. Ja. Der hat also auch Sport getrieben und hinterher auch mit der Mannschaft geduscht und sich dann die frischen Sachen angezogen. Ja. Und dann hat der in die frische Unterhose, die in der Kabine auslag, diese heiße Pferdesalbe reingerieben. Ja. Und der Lemke nach dem Training hat sich die angezogen, der ist im Dreieck gesprungen. Aber das alleine ist schon eine geile Story. Aber jetzt kommt's, wie der Legat das erzählt. Müsst ihr euch mal anhören. Ich glaube, die Folge ist dementsprechend auch betitelt. Kriegt ihr bei Spotify überall zu hören. Ja. Legat und Pick. Sensationell. Ja. Wie Legat das erzählt, wie er da sich weglacht, das ist ganz großes Kino. Ja, also wie gesagt, wenn ich diese Sachen, mal abgesehen von den Sprüchen, die so abgehen und so weiter, aber wenn man ihn dann kennt und so ein cooler Typ, so ein geiler Typ. Ja, also, Thorsten ist großartig. Vicky, wenn er merkt, er hat Scheiße, ist völlig uninteressant. Völlig uninteressant, der zieht da durch. Ja. Ja. Ist auch beim Auftritt schon gewesen und so weiter. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich stolz, dass der mal, dass ich ihn kenne. Sag ich doch ganz ehrlich, war auch mal hier zu Gast, ne? Der war da waren wir in Köln, haben wir aufgenommen mit ihm. Ja. Ja. Nee, da mit Badelatschen, Kamera, wie nach dem Spiel. Ja. Ja. Ist authentisch. Ja. Total. Aber, super geil. Nur, wenn du jetzt sagst, ihr habt jetzt den Podcast gemacht, du hast Moderation, kein anderes Ziel, willst du nicht irgendwie mal, der Löw geht weg zum Beispiel jetzt. Nein, aber hast du irgendwie nicht was, wo du sagst, boah, da hätte ich mal Bock drauf, das zu moderieren. Muss ja kein Fußball sein. Wenn ja, das wieder total. Anfängt, nee, absolut, hast du recht. Zum Beispiel gerne mal bei Olympia.
Ja. Weil ich komme hier vom, vom Judo. Ja. Ich habe 20 Jahre lang Judo gemacht, auch als Leistungssport. Das heißt 7-8 Mal die Woche Training plus Wettkämpfe und so weiter. Auch Bundesliga gekämpft, zweite Bundesliga. Limitiertes Talent, aber immer fleißig. Ja. Und das ist so ein bisschen meine Passion auch. Und deswegen weiß ich eben auch genau, was da passiert und kann auch drüber sprechen. Und das zum Beispiel mal bei Olympia zu kommentieren, wäre eine riesige Geschichte für mich natürlich, ganz klar. Das wäre zum Beispiel so ein großes Ding noch. Jetzt auch gerade in Tokio, ne, im Land des Judo in Japan. Ja. Wäre eine schöne Geschichte. Ich habe dir übrigens was mitgebracht, weil wir gerade beim Judo sind. Ja, ne? Natürlich. Thematisch mal die Brücke geschlagen. Und zwar, ich habe damals, Markus, kurz die Vorgeschichte. Genau, richtig. Nein, ich habe nach meiner Leistungssportzeit als aktiver Judoka eine Mannschaft gegründet in Remscheid. Ja. Das Remscheid TV Judo Team. Wir sind in der Bezirksliga 2, das ist im Fußball die Kreisklasse, gestartet. Ja. Innerhalb von 7 Jahren 6-mal aufgestiegen, sind jetzt in der zweiten Bundesliga angekommen. Ja. Wollen in die erste Bundesliga hoch und wir bringen jedes Jahr einen Kalender raus. Den kann ich dir im April ja mal geben. Ne? Ja. Die Jahreszahl stimmt aber noch. Die Jahreszahl stimmt noch. Ja. Und hier einen limitierten Fanschal. Gibt es nur 200 Stück auf der Welt. Der erste Fanschal des Remscheid TV Judo Team. Ja. Die Nummer 1 im Bergischen Land. Auch bitte gerne für dich. Wenn du irgendwann mal, wir kennen uns ja jetzt auch schon so, durch, wenn wir schreiben und so weiter und so weiter, und wenn du mal nach Hamminkeln, wo ich ja auch hause, also darf ich nicht sagen, sondern Meerhoog, ein Stadtteil von Hamminkeln, der ohne einen Schuss gefallen ist, übernommen wurde. Ja. Auf jeden Fall habe ich unten einen Keller, wo mehrere Schals dann hängen und nicht nur aus England irgendwelche Thronfolger, sondern welche Thronfolger? Der wird nicht, glaub mir, die überlebt alle. Ja, aber der wird einen Ehrenplatz in der Mitte dort finden. Ah, sehr gerne. Vielen Dank, hör mal. Ja, und wie gesagt, das ist vielleicht der Schal des irgendwann mal deutschen Meisters. Vorschall raus! Ja, so. Man bleibt Fan. Man kennt sich, man grüßt sich. Sehr, sehr geil. Ja. Ich Judoka? Ja. Ich weiß, der ist mir zu viel Nähe. Ja, sehr beim Fußball auch. Die sehen ja auch nicht alle gut aus. Also, wenn ich jetzt, sag ich mal, ich würde in einer Damenliga starten, da würde ich auch mal, da würde ich sagen, ja. Da muss man ran. Ja, da geht man auch mal ran. Nein, aber wenn du da so eine Nähe zu Olympia hast, mach da Dartsport olympisch, es wird Zeit. Ja. 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 Ich gucke ich auch immer gerne auf Sport 1 dann immer einmal im Jahr. Hat Magenta auch Dart, machen die da irgendwie? Nee, wir machen Eishockey, die erste Liga. Wir machen Basketball, die erste Liga. Wir machen Fußball, Frauenfußball auch. Also eine Menge, aber noch kein Dart. Frauenfußball, MSV zeigt er auch? Ja. Wir steigen ab. So. sieht auf jeden Fall nicht gut aus. In der Tabelle sieht es nicht so toll aus. Nee, das stimmt tatsächlich. Gut. Ja, vielleicht kommt der wieder hoch. Ist natürlich auch. Da man muss einen Antrag stellen halt. Genau, richtig. Ne? An der Verlosung teilnehmen. Nein, ich bin ja zu Rumler Zeiten, da waren wir ja wirklich eine gute Mannschaft und regelmäßig auch dort gewesen. Dann war finanziell ein bisschen, MSV hat das übernommen. Als einzige Mannschaft, die jemals in der zweiten Liga ohne einen Punktverlust aufzusteigen, mit Inka Rings als Trainerin. Und jetzt sieht es wieder was schlechter aus, also müssen wir wieder die zweite Liga wohl so. Da ist die Diskrepanz zwischen Erster und Zweiter sehr groß. Ja, stimmt. Frauenfußball hat sich auch extrem weiterentwickelt. Jetzt gibt es ja die Wachablösung. Wolfsburg ja ewig oben gewesen, jetzt wieder Bayern. Oder jetzt Bayern. Ja. Ist das Interesse medial runtergegangen? Weil die nicht so erfolgreich war, wie ich mir sich alle vorgestellt habe. Zum Beispiel, beste Beispiel Lira, die wirklich fantastische Fußballerin ist, oder spielt ja jetzt nicht mehr, aber so, die da ein Schatten ihrer selbst war bei diesen Dingen. Aber ich habe mich da sehr, sehr für interessiert, fand es sehr, sehr traurig, dass Frau Jones die Spiele nicht nach Duisburg, sondern nach Bochum gelegt hat, weil sie mit Duisburg Problemchen hatte. Ja, aber immer diese persönliche Befindlichkeit. Es ist Frankfurt-Rumeln war eben immer, FCR war immer so ein Ding und dann, komm. Ne, aber stimmt, da hatte die extrem erfolgreiche Zeiten, ja. Ja, ja, aber Lang ist her. Du hast vor langer Zeit, hast du mit dem Bachelor zu tun gehabt. Du warst es nicht selber, muss man dazu sagen. Aber ich habe mir gerüst. Aber du hast beim Casting noch was mitgemacht da, ne? Anders. Ich wurde gefragt, ob ich nicht Bock hätte, den mal zu machen. Mhm. Und beim ersten Mal, das ist jetzt mittlerweile aber auch schon 10, 11, 12 Jahre her, habe ich noch gesagt, ach ja, komm, machst du mal mit, ne? Nichts zu verlieren und so weiter und so fort. Und dann war ich da in der Endausscheidung. Ja. Das ist ja immer, am Anfang gibt es so ein Telefoninterview, am Anfang schriftlich, dann musst du dann sämtliche Fragebögen ausfüllen, ein ganzes Telefonbuch. Dann
telefonisch, wirst du da irgendwie über anderthalb Stunden interviewt und dann machen die da so ein entsprechendes Exposé draus und schicken das dann dem Senderchef und er sagt, ja, von denen, die ihr da interviewt habt, bitte mal die drei, da macht bitte mal eine Homestory. Dann fahren die zu einem nach Hause, war ich dabei, so, und dann haben sie am Ende gesagt, nee, du bist zu jung. Wo ich gedacht habe, gut, das Geburtsdatum habe ich ja schon ganz am Anfang abgelegt. Vielleicht wollte man mich aber auch nur nett darauf hinweisen, dass er nichts wird. So, und wo dann ist der gerade? Der ist gerade in der Kita. So. Ja. Zwei, drei Jahre später dann das gleiche Spiel. Dann habe ich gesagt, nee, Freunde, für das Format stehe ich nicht mehr zur Verfügung, weil ich zu dem Zeitpunkt schon so weit war, dass ich mich überlegen musste, machst du jetzt so eine Geschichte oder versuchst du jetzt ernsthaft, seriös Sportreporter zu werden. Also du sprichst die Seriosität dem Format ab. Ich habe es tatsächlich nie gesehen, ich weiß aber, dass es das gibt. Ja. Ja, und dass wohl Damen dort sich, also da ist ein Mann und der kann sich aus diesen Tausenden von Damen eine aussuchen. Ja, aber stell dir was sich erstmal sehr unterhaltsam für mich anhört, wenn ich in der Position wäre, in der ich nie war und nie kommen werde. Aber dann hatte ich nur gedacht, ja, dann muss das aber auch schon ein Knaller sein. Und das dann habe ich Bilder gesehen und dann habe ich gesagt, nö, guck weiter Fußball. Ja, aber jetzt nochmal um drauf zurück. Stell dir mal vor, Markus, ich verteile da Rosen im Fernsehen und dann stelle ich dem Trainer, weil, weiß ich, kurz vor Ende der Saison, Mannschaft befindet sich im Abstiegskampf, haben knapp verloren, stelle ich dann irgendwie eine kritische Frage. Dann sagt der, Junge, geh du mal lieber weiter Rosen zählen, verteilen, erzähl mir nichts. So, ne? Also das, man hat schon so den Stempel drauf und das will ja auch keiner. Ich gucke Modern Family nicht. Genau. Ich gucke Modern, Ed O'Neill ist El Bundy. Ich gucke Modern Family deswegen nicht. Ja. Der gehört da nicht rein. Genau, es gibt Sachen, die sind gut, so wie sie sind und dann ist aber auch, dann reicht es aber auch. Innerlich, warte, geht wieder. Ja. Nein. Welche Sachen fernsehtechnisch, radiotechnisch oder so weiter hast du noch immer, wo du sagst, davon konntest du aber profitieren? Ich meine, Radio fing alles an, aber sind die ersten Schritte tatsächlich bei Magenta dann gewesen oder hast du vorher noch was anderes gemacht? Ja, ich habe auch noch ein paar andere verrückte Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel mal anderthalb Jahre lang mit Mola Adebisi, für einen Online-TV-Sender moderiert. Ja. Also lief nur im Internet, nannte sich Manny wo bei. Wo sich die Stückzahl ändert? Die Stückzahl oben ändern. Das ist so ein Verkaufsender, so QVC-mäßig. Nee, das tatsächlich nicht. Es war, wobei, ja doch, also es gab auch Produkte, die man kaufen konnte und es gab auch entsprechende Sendungen. Es gab aber auch zum Beispiel Musikformate, die hat dann der Mola gemacht. Ich habe immer alles gemacht, worauf der Mola keinen Bock hatte. Und das war eine unterhaltsame Zeit und da konnte ich mich viel ausprobieren, weil wir hatten zum Teil 7, 8, 9 Stunden Live-Programm am Tag irgendwo im Internet, wo irgendwelche verkorksten Leute sich das angeguckt haben, wo ich gedacht habe, wer guckt denn das? Aber tatsächlich, das wurde geguckt, zumindest diese anderthalb, zwei Jahre und dann wurde das Ganze eingestellt und die Seite gibt es auch nicht mehr. Aber das war tatsächlich eine spannende Zeit, weil ich da viel ausprobieren durfte. Und der Mona ist ja auch ein netter Typ und da haben wir uns da immer viel spaßige Sachen vor der Kamera erlaubt. Also das war schon auch prägend und die Radiozeit natürlich. Und dann macht man viel weiteres. Ne? Also Messemoderation, wo du einfach guckst, dass du mal so ein bisschen auch Themen transportieren kannst, ins Moderieren kommst und so weiter und so fort. Und dann kam irgendwann Magenta und so weiter. Das ist natürlich jetzt erstmal nicht das Verkehrteste. Nö. Ja? Ich weiß noch, Big Brother im zweiten, wie hieß sie, Alina? Das weiß ich nicht. Ja, die hat den zweiten Dings gewonnen und die hat dann auch so einen Verkaufssender, das hat sie sehr gut gemacht. Hat übrigens auch bei TV Total beim Bockrennen mitgemacht, glaube ich, oder bei der Challenge, irgendwas kaputt gefahren. Aber die hat das tatsächlich, dann habe ich sie, gibt ja davon 200 Sender. Dann, mein Gott, die kennst du doch. Ja. Ja, dann hat die bei Big Brother damals mal gewonnen. Der zweite, wo noch interessant war. Hm. Also wo wirklich noch darum ging, wer fliegt raus. Okay. Nicht, wer ist am Wesen tätowiert. Und man hat ja geguckt, man hat sich ja auch überlegt, ob ich mal bei sowas, genau dasselbe Problem wie du jetzt mit dem Bachelor, man hat ja mal, bewerbe ich mich mal bei Big Brother oder irgendwie sowas, ne? Weil man dieses Erlebnis mal heute ist man ja froh, dass man einen anderen Weg gegangen ist. Ne? Aber sag ich mal, den Drang in die Öffentlichkeit hattest du auch schon immer. Ne? Dann. Ja, aber schon auch gezielt. Oder dass man sich, sag ich mal, mindestens, dass man seine Meinung kundtun kann.
Ja, richtig. Ja? Also das war schon immer, also zumindest da, wo man sagt, da habe ich ein gutes Gefühl zu, ja. da tue ich so, als hätte ich Ahnung von. Ja. Bei den Bereichen schon, bei allem anderen natürlich nicht. Ja, aber es war ein Traum. Wie bei mir, ich erzähle gern Witze und so weiter kann damit auf Tour gehen. Und du bist Fußballfan, du bist fußballaffin und kannst lernst Leute aus dem Fußball kennen, was ich immer interessant finde. Genau. Ja, ja. Und kannst dann auch Fragen stellen, wo man sagt, ui. Das ist das. Ja? Also einfach diese Nähe zum Sport. Ich finde, was mir vielleicht zum Vorteil gereicht ist, dass ich selber Leistungssport gemacht habe. Ja. Und dann hast du vielleicht nochmal einen anderen Zugang zum Sportler, weil du dich nochmal so ein Stück weit reindenken kannst. Ich mache ja auch zum Beispiel den Hallensprecher beim Bergischen HC. Das ist bei uns in der Region der Handball-Bundesligist. Handball auch ein toller Sport. Ich interessiere mich aber auch, wie gesagt, Judo, Fußball und so weiter. Das heißt, die Bandbreite an Sportarten, für die ich mich interessiere, die ist relativ groß. Und da ein bisschen mehr reinzufühlen, zu gucken, wie ticken die Leute, wie funktioniert das Ganze, wie ticken die Sportler, das war für mich immer schon super spannend. Ja. Zudem war mein Vater früher selbst lange Zeit bei einem Ableger der Rheinischen Post auch Sportjournalist. Das heißt, ich habe dann über das Elternhaus auch einiges mitbekommen. Und so hat sich das entwickelt und habe gedacht, da musst du auch rein, weil das macht Bock. Und dann ist es plötzlich auch nicht mehr dieses, ich muss jetzt, sondern ich möchte. Ja. Und das ist ja eine schöne Situation. Ein Judoka ist auch Moderator geworden. So ein Blonder, der hat der Judo gemacht. Der war lange hat der beim ZDF auch gearbeitet und also weil und der kam. Ach so, Alexander von der Gröben. Ja, genau. Der macht er jetzt noch. Der macht jetzt noch einiges. Der macht auch Bahnrennen fahren und aber eben auch viel Kampfsport, hat Boxen gemacht, macht viel Judo, auch für, ich glaube, ZDF, Eurosport und so weiter. Genau. Der war mal, jetzt darf ich mich nicht vertun, aber ich glaube, Dritter bei den Europameisterschaften oder Europameister sogar. Ja. Also wenn ihr jetzt zuguckt. Also entweder Dritter oder hat gewonnen. Ja, genau. Auf jeden Fall ein erfolgreicher deutscher Judoka zu seiner aktiven Zeit. Waren also ich glaube, Europameister war er tatsächlich und weiß also, wovon er spricht. Vor ihm waren zwei Russen, dann kam wo der Dritte, also wurde er Europameister. Und das ist ja der Vater. Das ist ja der Vater von Max von der Gröben, dem Schauspieler, den man zum Beispiel aus Fuck Yo Goethe kennt. Ja. Und die Frau Ulrike von der Gröben, die macht ja den Sport bei RTL. Ein Fachwissen vor dem Herrn. Absolut. Das habe ich aber auswendig gelernt. Nein, ist auch richtig. Bei mir ist es so, ich lade mir auch natürlich gerne mal Gäste ein für Sportarten, für die ich mich auch, zum Beispiel Magdalena Neuner möchte ich gerne mal interviewen. Das wäre gut. Und ihr Management ist in Duisburg. So. Jetzt kommst du. Also das ist doch kein Zufall. Sie wohnt. Habe ich auch natürlich begeistert ihre Karriere habe ich natürlich begeistert verfolgt. Bis Beste. Heute schaue ich gerne Biathlon. Die hätte gar nicht schießen müssen. Die weiß ganz genau. Ich fahre direkt 5-mal in die Strafrunde. Ich renne euch trotzdem über den Haufen. Wahnsinn. Ja. So, ich habe auch manchmal gedacht, mein Gott, nimm die Kugel raus, wirf die, dann reicht. Ne? Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass ich mit meiner Mutter immer wieder nach jedem Biathlon-Rennen telefoniere und wir das nochmal Revue passieren lassen. Ja. Ach, so begeistert der Biathlon. Ja. Also ich würd, wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich in Duisburg sowas wie Schalke auch macht, so ein Rennen veranstalten. Ist Weltklasse. Ja. Biathlon, ganz toller Sport. Düsseldorf ist Langlauf am Rhein. Gut, deutscher Sport, schießen, abhauen. Nein, aber ich durfte beim Pommi schießen, jetzt kommt es. Beim Pommi schießen in Gelsenkirchen durfte ich mitmachen. Oh. Und wie ich so bin, gehst du nochmal vorher auf Toilette. Ja, so. Letzte Rennen von Magdalena Neuner, die ihre Freunde alle eingeladen haben und da durfte ich dann mitmachen. So, während meine Schwester Sabena draußen ist und macht ein Bild mit ihr, hatte ich keine Chance an diesem Tag. Ja? Mhm. Und die schickt mir das und lacht sich darüber kaputt und sie wusste, ich bin Fan. Mhm. Sie ist kein Fan, ich bin Fan. Aber habe besser geschossen als Toto und Harry, deswegen habe ich kein Vertrauen mehr in unsere Polizei. Okay, wie lange hast du geübt vorher? Gar nicht und ich habe nur ein Auge. Junge, ich habe da geschossen. Einfach mal so auf Verdacht. Ja, du musst 5-mal schießen, nach hinten abschlagen, wieder 5-mal schießen, hinten abschlagen, 5-mal schießen. So, 10 Bums weggemacht, alles klar, geh nach hinten und dann vergesse ich meinen Arm aufzulegen und dann gehen die ersten beiden, da hinten ist ein Reh umgefallen und was weiß ich. Ja. Und Notarzt kam. Aber dadurch kam ich nicht ins Finale und Alexandra Popp hat gewonnen. Die Fußballerin. Ja. Hat ein Tor geschossen gegen Bayern München vor 2 Tagen. Die auch aus Duisburg kommen, ne? Auch Duisburg. Genau, mittlerweile Wolfsburgerin, Irgendwie haben die alle hier eine Vergangenheit. Ne? Also viele saßen noch hier im Knast. Ja. Hamburg ist so ein Übergangsknast, was? Aber wo du gerade bei dem Thema warst, mit Bachelor, ja, nein, warum hast du welche Entscheidung getroffen? Ja. Wenn man dich jetzt fragen würde, Dschungelcamp, ja oder nein? Nein. Auf keinen Fall? Nie im Leben.
auch in Zukunft ist mir scheißegal. Ich kann wirklich sagen, ich lebe von Pfandflaschen. Ich gehe nicht in Dschungelcamp. Okay. Das sind Sachen, die mache ich nicht. Es gibt kaum Formate, die ich gucke oder die mich nur ansatzweise interessieren. Hm. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, oh, das klingt interessant. Aber wenn ich zu Hause Fernsehen gucke oder so, gucke ich diese Sendung alle nicht. Hm. Meine Freundin kann sich dumm und dämlich gucken in diesen ganzen Dingern. Jetzt, ich kenne viel, Micky Krause ist zum Beispiel jetzt bei Let's Dance. Der Lambi, Neudorfer, Duisburger, ja, ist dabei, wir kennen uns. Dann ist der erste männliche Bachelor, der Nikolas, ist dabei, der auch bei mir schon im Podcast war. Ein sehr, sehr netter Typ, die wohl auch große Chancen haben, das Ding zu gewinnen. Mhm. Ja, so, dann guckst du mal zwischendurch da rein. Aber insgesamt, also ich würde da nicht mitmachen, weil ich kriege einen Zerrung, wenn ich einen Joghurt umrühre. Nee, aber, und 180 Puls, nee, genau. Aber dann finde ich die Sache interessant in dem Moment. Nee, aber es gibt Formate, Dschungelcamp gucke ich, ich kann das noch niemals gucken. Hm. Ich gucke DSDS nicht oder Emmy oder Models sind jetzt hier oder irgendwas. Das tue ich mir alles, kann ich nicht, weiß ich nicht. Dann habe ich da einen Geschichtssender, wo gesagt wird, warum, weshalb, was passiert. Finde ich mega interessant und dann gucke ich lieber das. Oder, das tut auch mal richtig gut für die Birne, nicht so ein Müll gucken, das stimmt, sondern stattdessen einfach zum Beispiel mal auf Dreisat oder Arte Hagenräther. Gucke ich zum Beispiel Hagenräther auch sehr gerne. Hagenräther ist Weltklasse und ich finde es sehr gut, wie man ein Programm immer dasselbe, obwohl man das einfach nur immer überarbeitet, aber Liebe bleibt. Ja. Ja? Ja. Liebe bleibt. Und ich werde es nochmal sagen und ich sage in jedem Podcast, ich hoffe, dass ich ihn bald kennenlerne, Jochen Malzheimer zum Beispiel, kann ich rauf und runter hören. Der Wortakrobat. Das ist ganz so stark. Dermaßen, das ist für mich... Die Nummer mit dem Baby. Weltklasse. Allein, die, warum heißt ein Krieg Krieg und nicht Nimm? Ja. Hör mal, Weltklasse, da ärgere ich mich. Ja. Der ist nicht von mir, scheiße. Ja. Weißt du? Ja. Aber der Mann ist einfach... Aber Hagenräther auch... er sagt, wenn das Essen ist, wie sieht dann Kotzen aus? Ja? Zum Beispiel, genau. Der kommt aus Essen. Ja. So was mag ich. Das ist ein Humor, ein Ruhrgebietshumor, den mag ich sehr. Ja, und dann auch mal ein bisschen was zum Nachdenken und vielleicht auch mal was anderes, wo man jetzt vielleicht jetzt nicht irgendwie... Er hat natürlich durch das Klavier zum Ablenken. Ja, das stimmt. Das ist ja nicht nur, dass das spielt, sondern du kannst auch die Dramaturgik dadurch nochmal... Ich muss eine Pause machen oder meine Stimme erheben oder runter oder was. Und er kann das natürlich dann ganz gut. Der macht das schon cool, auch mit den Bananen auf der Bühne, die er dann isst. Und ab und zu mal einen Schluck Wasser und dann nimmt er sich die Zeit und spricht wirklich wichtige Dinge an, Weltpolitik, gesellschaftliche Themen und so weiter und so fort. Ja. Und am Ende gerne mal eine Viertelstunde Klavier. Einfach mal so ganz viel auch frei, so habe ich das Gefühl. Ich gucke mir das wirklich einmal im Jahr an. Ja. Letztes Mal war ich, glaube ich, in der Stadthalle Wuppertal und da lasse ich mich immer so ein bisschen auch gedanklich einnorden, weil ich finde, der macht das großartig und der bringt die Themen gut rüber. Genau wie Volker Pispers, der ja nicht mehr unterwegs ist. Leider nicht mehr, aber sein Update ist auch legendär und allein die Nummer, wen die Amerikaner alles mal unterstützt haben und jetzt angreifen müssen gegen ihre eigenen Waffen. Ja. Er wird ja schon krude. Ja. Ja, genau. Aber das ist auch die Richtung, die du hörst, wenn du jetzt total. Lieblingskomödie, mal abgesehen von Markus Krebs, den alle sehr gut finden. Ja. Aber wen siehst du am liebsten? Ja, gut, Hagenräther, Volker, ist ja Kabarett mehr. Ist Kabarett, genau, der Unterschied zwischen Comedy und Kabarett sind 4000 Zuschauer. Aber der eine macht wegen dem Geld, der andere wegen des Geldes, ne, habe ich auch mal gehört. Ja, nein, aber es ist ja so, ich gucke andere Comedians und weiter weniger als auch lieber Kabarettisten. Witz vom Olli. Höre ich sehr gerne. Ja, ja, der ist gut. So, der war bei mir auch. Da haben wir eine Sondersendung so gemacht. Da haben wir zwei Stück rausgemacht. Ich höre wirklich, das ist wirklich, wenn ich sage, ich möchte einfach lachen auf den Punkt, habe nicht viel Zeit, irgendwie was Lustiges, weiß ich, Donnerstagmorgen gucke ich entweder Ausschnitte von dir bei YouTube. Natürlich. Ne, ja, richtig. Oder eben Witz vom Olli, weil der kommt ja auch mal donnerstags und sonntags. Keine Schmeichelei, mache ich wirklich so. Ja. Finde ich lustig, dann lache ich kurz, bin ich gut eingenordet für den Tag und dann geht's raus und dann ist alles gut. Also, eingenordet ist auch geil. Ja. So. Doch, manchmal sagt immer, kommt sehr gebückt. Was ich mich aber immer frage, weil ich höre dann immer so viele Witze. Also ich konsumiere wirklich viele Witze. Egal, ob jetzt Witz vom Olli oder jetzt Kurzwitzparade von dir oder deine Top 3 oder wie auch immer. Wie merkt man sich die Dinger? Indem man sich andere Sachen nicht merkt. Ist das wirklich? Nee. Oder ist das einfach so, dass man entweder die einen merken sich, dass die anderen nicht? Nee, das, wenn ich einen Witz höre und der ist gut, also das Schönste ist, aus dem schlechten Witz einen guten zu machen, weil du den anders erzählst, weil du eine andere Dramaturgik da rein, weil du eine andere Betonung, weil du eine andere Pause reinsetzt, weil du vielleicht gar nicht mehr die Pointe bringen musst, weil jeder weiß, worauf er kommt oder irgendwie sowas. Das ist jeder Witz. Ja.
Apropos, es gibt welche, die sind schlecht, da machst du nichts draus. Apropos Pause reinsetzen, da musst du jetzt mitspielen. Ja. Kennst, ich weiß nicht, habe ich den bei dir gehört oder habe ich den gehört, wo du sagst, was machst du beruflich und dann, worauf kommt es dabei an? Das sind die beiden Fragen, die du mir stellen musst. Ja, und ich kenne die Antwort, aber ich mache das jetzt. Ja. Was machst du beruflich? Schauspieler. Was kommt da? Timing. Den finde ich natürlich Weltklasse. Für mich ist wichtig, dass also, ich... Wurde mal so ein bisschen so, ne? Dass ich... Na, schlagfertig bin. Das mag ich. So was liebe ich, ja? Sehr gut. Oder einer zum anderen sagt, wie heißt denn du? Ja, Peter, ist mir zu lang, ich nenne dich Peter. Aber vergessen wir aufzuschreiben. Ich schreibe im Moment an einem Witzebuch und man sammelt dann alle zusammen und es ist nichts Bescheuertes, als die Witze, die du erzählst, aufzuschreiben. Mit dem Schlagfertig, der ist gut. Ja, ich weiß, ich bin mit irgendwo unterbringen. Ja, herrlich. Wenn du die aufschreibst, dann sagt der Mann, dann sagt die Frau, weil du es anders erzählst. Ja. Das ist total schwierig, dieses Aufschreiben. Ne? Aber ich liebe das, Witze zu erzählen, schon immer, habe ich immer gerne gemacht. Habe aber auch schulisch alles mitgekriegt. Mhm. Ja, ich konnte also der Sache folgen, ohne mich. Ich habe nie geübt zum Beispiel. Ich habe keine Prüfung in meinem Leben jemals geübt, weil ich üben doof finde. Also einfach gute Aufnahmefähigkeit. Ja, ja. Kennst du Sheriff Buford T. Justice? Nee. Ja, pass auf. Von mir fällt nämlich der richtige Name nicht ein, aber das fällt mir immer ein. Von Ausgekochte Schlitzohr. Der Mann, kennt ihr den Film mit Burt Reynolds? Aus ein ausgekochtes Schlitzohr. Da gibt es immer einen Sheriff, der heißt in dem Film Sheriff Buford T. Justice. Sein Originalname werden jetzt viele rufen, der heißt so. Der hatte eine Show damals im amerikanischen Fernsehen, hat sich eintragen lassen, vertraglich, dass er nicht proben muss. Weil Proben das Beschissenste ist, was gibt. Okay. Ja, jeder hasst Proben, manche brauchen das, ich brauche es nicht. Wie lange? 5 Minuten, alles klar, weiß ich. Ja, was nicht, gut, nicht untergültig. Ja. Brauchst du mir nur sagen, ich brauche nicht Proben. So, ne? Und ich probe, die soll meine Stimme einmal hören und wo ich stehen muss. Bums, das ist meine Probe dann, ne? Da reicht mir. Und der hat sich dann vertraglich, und da müssen wir dran arbeiten, auch, dass ich das auch vertraglich kriege. Das ist stark, ja. Mir fällt, das muss ich aber auch leisten können. Der Nachname, Johnny Gleason, ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen hieß, aber der hat sich da tatsächlich, das macht Sinn. Warum proben? Warum proben, ja. Ja. Wir machen du ja kannst, auch wenn du eine Moderation machst vor dem Spiel, dann probst du ja auch nicht. Ja doch, wir machen schon eine Durchlaufprobe, weil wir natürlich auch viele Programmpunkte haben und dann immer gucken müssen, wie verpuzzeln wir das. Aber das heißt, du musst ja Übergänge schaffen. Nee, Text jetzt nicht, aber zum Beispiel so Zahlen, Daten, Fakten musst du ja schon drauf schaffen, die hast du jetzt nie in meinem Kopf. Du hast ja was willst du denn fragen, über wen willst du denn fragen, über die Situation oder wie haben sie das, die Corona-Phase jetzt da bei 2 Spielen ausgefallen sind oder was, das weiß man dann vorher. Und das weiß man, genau, dann, richtig. Aber dann geht man halt diese Richtung an. Aber ansonsten, wenn du einen Text hast, den du kennst, warum soll ich den beiden Kameraleuten das jetzt vorsagen? Ja, gut, das. Den sage ich dann auch in einer Geschwindigkeit vor, dass nur 1 Minute bei rauskommt. Ich weiß aber, sitzer Publikum wird aus der 1 Minute halb 5 Minuten. Ja. Ja? Weil da noch ganz viel dazu kommt. Es ist völliger Müll, wenn ich probe. Wenn ich jetzt Schwanensee tanze, dann müsste ich proben, weil ich sonst einen gebrochenen Zeh habe. Das beruhigt mich. Aber ich werde wohl kein Schwanensee, ich weiß es nicht. Wo ich mit Management abspreche. Aber letztens? Würde ich, ich selber will nicht proben. Ja. Proben ist doof. Nimmt natürlich ganz viel Spontanität. Die hängen alle so lange in ihren Proben, dass ich nicht proben muss. Ja, und das Interessante ist ja, ich brauche nicht. Oh, geil, haben wir Zeit. Wenn man weniger probt, hört man mehr zu. Es gibt ja Leute, die sind super gut vorbereitet und die arbeiten dann eine Frage nach der anderen ab, hören gar nicht mehr, was der da antwortet und so entwickelt sich dann auch kein Dialog und es bleibt ganz viel auf der Strecke. Ja. Das hast du tatsächlich öfter mal. Und du lässt sie nicht auslachen. So, zum Beispiel. Das ist mein Fehler. Erzählt er was super Interessantes, dann denkt sich der Interviewer, aber jetzt habe ich aber diese so relevante Frage, die muss ich jetzt stellen, hört gar nicht zu, was er da antwortet und geht gar nicht drauf ein. Und das finde ich immer was schade. Was hast du gesagt? Bist du mit dem Namen schon mal bei irgendeinem Kartenspiel angeeckt? Pick Ass. Pick ist wird ja, gerne wird mal. Ist Pick eigentlich mit CK oder ja, mit K geschrieben? Das, nee, mit CK tatsächlich. Nein, bei dir ja, aber ja, genau. Das Pick, was ich so durchaus beim Skat spielen könnte. Wüsste ich jetzt gar nicht. Ja, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Herr. Das heißt ja halt auch Peak Ass, ne? Peak, nicht Peak. Ja, hat meine Bekannte tatsächlich angerufen, ihr Kind war in der Schule und sie mussten, sie haben im Internet nicht gefunden, was Caronion ist. So,
Das war zusammengeschrieben, es ging um eine Karo 9. Karo 9, genau. Und dann hat sie das gegoogelt. Das ist ja wie mit dem 7-10er Deckel, das ist das Gleiche. Und hat das natürlich nicht gefunden, weil es kein Karo Neon gibt. Mhm. Wie wäre dann jetzt? 7-10er Deckel. Der Typ an der Tankstelle geht rein in die Tankstelle und sagt, habt ihr keinen 7-10er Deckel? Ja, ihr müsst einen 7-10er Deckel. Und dann Öl, einfach andersrum. Oder dieses Null. Das ist so. Ja, das ist schön. Genau. Ja. Ja, er müsste einen 7-10er Deckel haben, ihr ja. Mensch. So, Axel Stein hat den gespielt, hat den Witz gebracht. Ich weiß gar nicht, wo, ob das jetzt ein Sketch war oder aus irgendeinem Film, aber fand ich überragend. Es gibt Sachen, wo ich selber mich so dermaßen defekt lache, weiß aber genau, wird keiner verstehen. Ja. Aber mit 7-10 zum Beispiel, da gibt es ja auch den Witz, stehe ich am Hauptbahnhof, kommt plötzlich eine Durchsage. Der Zug von Köln nach Stuttgart kommt nicht um 8.28 Uhr, sondern um 8.48 Uhr. Ja. Und dann für alle Blondinen mit Digitaluhr, Brezel, Stuhl, Brezel. 8-4-8. Ja. Überragend. Ich komme mit. Ja, du schon. Also ich erkläre es jetzt. Es ist mein Job. Für meinen Bruder. Ja. Einfach mal wie Esel auf dem Ding schreiben. So. Nee, das passt schon. Ja, hör mal, Cedric. Aber das ist auch so ein Ding, wo du gerade sagst, man hat irgendwie das Gefühl, man müsste die Witze erklären. Also du jetzt nicht, aber ich habe immer das Gefühl, ich muss die Witze erklären. Weil ich die meistens dann selber sehr lustig finde, aber sonst dann lacht keiner in der Runde. Nein, aber okay. Ich hab das große Glück, dass ich den Witz im Witz erklären kann. Ja, wenn ich jetzt einen Witz erzähle und dann, ihr müsst euch das so vorstellen. Weißt du? Ne? Und dann so. Also, der kommt. Pass auf, der ist alleine. Wenn mein Bruder Christian zum Beispiel mir einen Witz erzählt hat, der hat da immer so gesagt, pass auf Markus, da sind zwei Pfarrer, beide einer evangelisch, beide katholisch. Ne? Und der Evangel hat einen Pfarrer, und dann erzählt, und du hängst ja wirklich, was? Das ist so wie bei Jürgen von der Lippe, wo der Mann den Witz erzählt und dann die Frau. Kennst du das? Ja. Boah. Überragend. Weltklasse. Ja. Und die Frau auch dann, da hat er gar keinen Sinn. Ja, genau. Ja. Irgendwo der Lippe so kurz und die Frau dann ellenlang, genau, mit Detail und so weiter und so fort. Ja. Muss man sich aber angucken, ist jetzt müsste so ausführlich. Müsste man sich angucken, außerdem kann keiner wie Jürgen von der Lippe. Einfach Jürgen von der Lippe Witze erzählen, bei YouTube eingeben, Weltklasse. Und guckt euch von Jürgen von der Lippe, ganz wichtig, wir sind der erste deutsche Schwitzer Verein, da geht um Sauna, wir sind der erste Sauna, da ist ein Zungenbrecher, ich komme nicht drauf. Der erste deutsche Spitzenschwitzverein, wenn wir unsere Spitzenglitsche auf der Glitschepritsche schwitzen, ja, so geht das. Ja. Auf jeden Fall, das müsst ihr euch angucken. Ja. Der singt und dann sagt er zum Publikum, und jetzt ihr. Das kann natürlich keiner. Ja. Aber wenn man das googelt, findet man das. Ich glaube, Sauna Fanclub Aufguss 09, so heißt das. Aufguss 09, genau. Ja. Haben wir das auch geklärt. So. Schön, dass du hier warst mit dem Lieblingsbier ab jetzt für dich auch. Absolut. Ich meine hier direkt nach Remscheider Bräu oder zusammen Remscheider mit Remscheider Bräu ist bestimmt auch lecker. Ja. Aber König Pilsener, genau. König Pilsener ist immer noch am leckersten. Wieder immer noch pass auf, 5 Sekunden gewonnen. Ja. Bei 3 abgesetzt, schade. So. Ja. Wie ist das hier, 3 Sekunden auf dem Rücken oder wie lang? Wenn du den Gegner so wirfst, dass er mit den Schultern die Matte berührt, ist Ippong, also wie beim Boxen das K.O. Ja. Und wenn du ihn im Haltegriff 20 Sekunden festhältst, ohne dass du vorher eine Wertung hattest, dann ist es auch K.O. Dann also habe ich sexuell schon viele Kämpfe verloren. So. Und in diesem Sinne. Ja. Das war Cedric Pieck von Magenta TV. Wenn ihr ihn jetzt mit Maske seht, so sieht er in Wirklichkeit aus. Ja? Wird nicht besser. Es war ein Fest. Ciao. Ja, jetzt kennt die